So, und da sind wir auch wieder. Mal gucken, ob die beiden jetzt noch was zu sagen haben. Ich wüsste nicht, worüber ich zurzeit. Irgendwann hatten Meister Markus und Jorge genug von diesem seltsamen Rollenspielapparat. Ich dachte schon, Meister Markus hätte seine Liebe zu Fantasiewelten hinter sich gelassen. Aber jetzt dieses Live-Rollenspiel? Ich mache mir Sorgen. Irgendwann lebt er ganz in seiner Welt voller Fahrräder, Steuererklärungen, Mikrowellen und Softdrinks und vergisst darüber die reale Welt. Als Kamin macht das Ding eine gute Figur. Und auch der Eberkopf aus dem alten Gasthaus hat seinen Platz gefunden. Ich muss sagen, mir gefällt die Kneipe insgesamt sehr gut. Hoffen wir, dass ich hier in ein paar Tagen mit Remy und dem Erzmagier auf den Wahlsieg anstoßen kann. So, wir müssen jetzt hier irgendwie noch eine Bestellung rausgeben. Ich habe momentan nicht. Kannst du nicht irgendwie noch nach rechts gehen? Nee, weiter nach rechts geht's nicht, okay. Muss jetzt hier noch irgendwie eine Schnapsbestellung rausgeben. Und ich habe keine Ahnung wie. Die meisten Händler und alle Bauern aus der Umgebung verkaufen ihre Waren unten auf dem großen Markt. Aber Jorge hat sich diesen Platz hier gesichert. Nur hier kann er die Waren direkt per Kran aus der Oberstadt anliefern. Normalerweise erst. Hier kommt also der Kran an. Und da oben, etwa 10 Meter über mir, sitzt Jorge auf seinen Kisten. Psst! Jorge! Wer ist da? Und was willst du? Wilbur? Komm hoch, wenn du was von mir willst. Aber ich will... Also, ich hätte gerne... Ach, vergiss es. Mist, ich war zu nervös. Psst! Wer ist... Ich bin es, Herr Schildträger. Ich würde gerne über mein Bestechungsgeld sprechen. Über sein Ausbleiben, um genau zu sein. Warum nennst du dich selber Herr Schildträger? Weil ich, Anton. Anton Schildträger heiße ich. Und ich, möchte bestochen werden. Petey, bist du es? Ist verflucht dunkel da unten bei dir. Ja, ich bin's. Petey. Warum verstellst du plötzlich deine Stimme? Du bist schon ein verrückter Hund. Also, was kann ich für meinen Lieblingslaufburschen tun? Ich brauche ein Fass Branntwein für das Gasthaus. Geht klar. Wie lautet die Losung? Was ist denn mit dir? Kennst du die Losung überhaupt? Natürlich. Aber darum geht es ja wohl kaum. Soll ich meine illegalen Waren etwa von irgendjemandem kaufen? Also, schön. Die Losung ist Marmelade. Ha! Die Losung lautet Marmelade. Nein, tut sie nicht. Ich wollte dich nur verarschen. Also, wie lautet die Losung wirklich? Losung? Was für eine Losung? Das geheime Losungswort. Ich kann doch nicht einfach jedermann illegalen Stoff anbieten, den ich natürlich nicht habe. Ach so, schon klar. Die Losung lautet... War es Wuschelhase? Was? Nein. Atomarer Erstschlag? Rätst du nur? Atomarer Erstschlag, ja. Wie lautet die Losung? Ach ja, herrlich. Ich
kenne die Losung nicht. Warum nicht? Bist du etwa gar nicht Petey? Geh mal ans Licht. Doch, bin ich. Aber ich habe die Losung vergessen. Ja, das sieht dir ähnlich. Frag im Gasthaus nach. Der Besitzer kennt sie. Also schön. Ach, das ist sehr gut, dass er seine Geheimnisse so schön preishält, ey. So, sprechen wir mit Zloff. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Ich habe gehört, dass ihr euren Alkohol bei Jorge bestellt. Uns bleibt kaum etwas anderes übrig. Er ist der einzige Händler, der uns Alkohol verkauft. Teuer! Da hast du recht. Die Preise sind unverschämt hoch. Seefels ist eine große Stadt und es gibt viele Händler. Warum verkauft nur Jorge Alkohol? Seitdem die Stadt von Flüchtlingen geradezu belagert ist, gibt es für Bauern und Händler aus der Umgebung mit ihren Ochsenkarren kein Durchkommen mehr. Verstehe. Und Jorge wird per Luftfracht versorgt. Aber trotzdem, es gibt doch mehr als einen Händler in der Oberstadt. Natürlich. Jorge handelt mit Alkohol, ein anderer handelt mit Lampenöl, der nächste mit Mana-Tränken. So kommen sie sich nicht gegenseitig in die Quere und jeder kann die Preise nehmen, die er für richtig hält. Ich alle kaputt kloppen! Wir sind darüber verstimmt. Habt ihr vielleicht Interesse an einem Fass Branntwein? Ich bin mir sicher, dass Jorge noch heute liefern würde. Nein, danke. Wir haben noch etwas. Und seit die Barrikade errichtet wurde, kommen deutlich weniger Gäste als sonst. Aber ich brauche das Losungswort. Jorges Losungswort für seine Krangaunerei? Wärst du ein vertrauenswürdiger Kunde von ihm, würdest du es kennen. Wie wäre es, wenn wir Jorge für seine Wucherpreise eins auswischen würden? Was schwebt dir vor? Kaputtkloppen? Sagen wir so, ich könnte Jorge den strengen Arm des Gesetzes auf den Hals hetzen. Schildträger? Dosenmännchen. Also ich weiß nicht. Die Sache ist trollsicher und alles ist vorbereitet. Ich brauche nur Jorges Losungswort und zack, wir haben ihn bei den Hammelbeinen. Und die Sache kann nicht zu uns zurückverfolgt werden? Ich habe keine Lust, zukünftig noch höhere Preise für unseren Alkohol zu zahlen. Es ist eine geheime Geheimoperation, versteckt in einem Geheimnis. Versteckt in Geheimnis? Verdient hätte er es. Ach, was soll's. Die Losung lautet, Gold macht nicht glücklich. Tatsächlich? Hier, ein Sack Silberlinge für den Branntwein. Das ist es mir wert, wenn Jorge und dem ganzen Händlerpack dafür das Geschäft verhagelt wird. Danke. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Oh, nette Zeitgenossen. Und? Gold macht nicht glücklich. Solange es im Beutel der anderen klimpert. Ganz recht. Also, ein Fass Branntwein wolltest du haben? Genau. Macht einen kleinen Sack Silberlinge. Ein Fass Branntwein. Kommt sofort. Das ist es. Das ist das Fass mit der Markierung. Was hast du gesagt? Ach, nichts weiter. Danke für die Lieferung. Solange du zahlst, liefere ich. Mach's gut. Jorge hat auf das Fass keine Steuern bezahlt. Dabei werden von den Steuern Straßen gebaut, die Alten und Kranken gepflegt und meine Äpfel bezahlt. Das wird Herrn Schildträger sehr interessieren. So, können wir das Fass mitnehmen. Zloff hat das Fass ordnungsgemäß bezahlt. Es gehört ihm. Er sollte es abholen lassen, bevor es noch verschwindet. Sagen wir ihm jetzt so Bescheid, oder? Ach, sind wir mal so unfreundlich. Hallo, Zloff. Ah,
Jorge hat das Fass geliefert und keine Steuern dafür bezahlt. Und das soll ihm Probleme bereiten? Herr Schildträger verhaftet ihn gerade. Oder redet mit ihm. Oder so. Die beiden mögen sich nicht besonders, aber sie sind von denselben Leuten abhängig. Sie werden sich nicht gegenseitig. Grump? Kaputt kloppen? Nein. Ans Bein pinkeln. Richtig. Wenn ich nur dabei wäre, dann könnte ich aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Dann, gut, dann müssen wir erstmal noch Bescheid sagen gehen mit dem Herrn Schildträger. Und? Jorge hat das markierte Fass geliefert. Und hat mich damit hintergangen. Na warte, ich bekomme das Bestechungsgeld, das mir zusteht. Hey! Hallo? Was ist mit meiner Ausnahmegenehmigung? Hey, Herr Schildträger, wir hatten doch eine Abmachung. Jetzt verhandelt Herr Schildträger mit Jorge über seine Bestechung und ich sitze hier unten fest. Na super. Jetzt verhandelt Herr Schildträger mit Jorge über seine Bestechung und ich sitze hier unten fest. Wenn ich es den beiden doch nur heimzahlen könnte. Wenn ich... Warte mal, wir haben doch da unten einen Kamin. Haben wir noch Pulver? Nee, schade. Ich hätte gesagt, wir benutzen den Kamin hier unten einfach mal. Angeknabberter Schreibblock. Ich habe es genau bis zur 2-Zentiliter-Markierung gefüllt. Wofür auch immer, aber naja, vielleicht können wir es erhitzen, nee. Oh, immer eine Laterne. Es ist gerade mal etwas über ein Jahr her, dass ich zum ersten Mal vor diesem Tor stand. Herr Schildträger wollte mich nicht in die Oberstadt zum Erzmagier vorlassen. Ich musste mir das Recht auf eine Audienz erst verdienen, indem ich Diplom-Magier wurde. Exakt. Plumsklo. Das Plumsklo wurde ebenfalls von Jorge errichtet. Er hat diesen ganzen Streifen an der Stadtmauer gemietet, hat Remy erzählt. Vielleicht konnte er den Gedanken nicht ertragen, seinen Stand für ein paar Minuten am Tag unbeaufsichtigt zu lassen. Da hängt ein dickes Vorhängeschloss an der Tür. Würde ich nicht wissen, wem das Plumpsklo gehört, fände ich das vielleicht seltsam. Ich bin mir sicher, man kann sich den Schlüssel für eine kleine Gebühr von Jorge abholen. Natürlich. Wofür denn sonst? So. Wir könnten das Schloss einfach mal einfrieren. Mensch, was ist denn dazu? Nee, hätte ja sein können. Wasser übers Schloss kippen und dann einfach ordentlich einmal draufschlagen. Oder können wir es mit der Mama eventuell tun? Jetzt nicht mehr, wa? Nee. Ich habe diese seltsame Trennung zwischen Ober- und Unterstadt nie verstanden. Die Oberstadt ist wie eine Stadt in der Stadt. Mit eigenen Mauern und einem eigenen Tor. Zwar arbeiten Leute aus der Unterstadt dort oben, doch abends gehen sie in die Unterstadt, weil sie sich oben die Mieten nicht leisten können. Mit meinem einen Apfel pro Tag würde ich dort oben auch nicht weit kommen. Zum Glück wohne ich kostenlos in der Schule. Tja, da hast du mal Schwein gehabt. Die Protestler haben alle... Ja. Betrachte Luke.
Das hier sieht aus wie eine Klappe. Oh. Sprichst du etwa mit dem Feind? Wer seid ihr denn? Mein Name ist... Psst. Wenn du jedem Agenten der Regierung unsere echten Namen verrätst, gefährdest du die ganze Organisation. Wie wollen wir uns nennen? Mein Name ist, Peter. Nein, Paul. Neben mir steht, J. Punkt. Dein Name ist Paul? Aber du bist doch eine Frau. Geschlecht ist eine von den patriarchischen Gesellschaftseliten antrainierte Fiktion. Oh, das wusste ich nicht. Für was protestiert ihr denn? Wir protestieren gegen Ausnutzung, gegen Diskriminierung, gegen Armut und gegen die Zerstörung der Umwelt. Wow, das sind wirklich alles wichtige Themen. Was wollt ihr unternehmen? Wir tun doch schon was. Wir fordern, dass sich etwas ändert. Wir haben eine Unterschriftenaktion gemacht. Und wir stellen einen Forderungskatalog auf. Es gab da einige Verzögerungen wegen der Genderneutralität. Wie weit bist du? Liebe Kämpferinnen, liebe Sympathisanten und Innen, liebe Brüderinnen und Schwestern. Um nochmal auf das Dinge ändern zurückzukommen. Wenn du einen Unterschied machen willst, kannst du Gefällt mir auf einen Zettel schreiben und ihn durch die Luke reichen. Dann weiß jeder, dass du unsere Sache unterstützt. Was? Wenn ihr für Veränderungen und Gerechtigkeit seid, gebt ihr vermutlich Erzmagier Alistair eure Stimme, oder? Die Wahl ist ein Witz. Ein korrupter Politiker wird durch einen anderen ersetzt und im Hintergrund ziehen immer dieselben Leute die Fäden. Bei der Ratsvorsitzenden mag das so sein, aber beim Erzmagier? Big Mana hat ihn doch voll in der Tasche. Genau, der magisch-industrielle Komplex, der auch schon für den Krieg verantwortlich war. Also, stellt ihr einen eigenen Kandidaten auf? Ach was, das hat doch keinen Sinn. Wir tun das Einzige, das zum Erfolg führen wird. Wir protestieren. Aha. Vielleicht kann ich ja dem Erzmagier einige eurer Forderungen mitteilen und wir schauen, was sich umsetzen lässt. Wir fordern, dass in Aventasien niemand mehr ärmer sein darf als der Durchschnitt. Ist das mathematisch nicht unmöglich? Keinesfalls. Wenn jeder Bewohner exakt gleich viel Gold bekommt, ist niemand ärmer als der Durchschnitt. Aber wenn jeder die gleiche Menge Gold bekommt, ohne etwas dafür tun zu müssen, warum sollte sich dann noch jemand anstrengen, um das Gold zu verdienen, das dann verteilt werden kann? So etwas kann nur jemand fragen, der zu den reichen Eliten gehört. Aha, natürlich. Habt ihr die Barrikade gebaut? So ist es. Gefällt sie dir? Ja, ist schön. Aber sie versperrt irgendwie die ganze Straße, oder? Wir lassen euch da oben austrocknen, bis ihr uns gebt, was wir wollen. Die Oberstadt wird durch Luftschiffe versorgt. Wir weichen keinen Schritt, bis ihr hungernd und frierend vor uns steht. Aber wir haben genug zu essen. Und wenn mein Hasenschaf nicht immer mein Bett beschlagnahmen würde, müsste ich auch nie frieren. Ich hab dir doch gesagt, das funktioniert so nicht. Wir protestieren hier und ihr könnt nichts dagegen tun. Alles klar bei euch in der Unterstadt? Könnte nicht besser sein. Das Feuer des Protests lodert hell. Die Menschen werden zusammengeschweißt durch die gemeinsamen hehren Ziele. Und aus Platzmangel. Psst. Warum habt ihr die Barrikade hier errichtet und nicht oben am Stadttor? Das hätte euch jede Menge zusätzlichen Platz verschafft. Und außerdem wäre dann das Gasthaus auf unserer Seite. So kann man unsere Barrikade besser sehen. Die Eliten sollen zittern vor unserer Entschlossenheit. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Du versuchst offensichtlich, einen Keil zwischen uns zu treiben, Agent. Siehst du? Die Bonzen versuchen, uns zu sabotieren. Sie haben Angst. Das ist ein gutes Zeichen. Ich muss weiter. Möge der Protest niemals enden. Nur bekloppte Leute, ey. So, Feuerstelle, das ist so verführerisch, aber man kann leider nicht die Luke abfackeln, oder? Können wir die Barrikade in Brand setzen? Nee, schade. Aber mit dem Glas Wasser können wir auch nicht ausmachen. Oh, hier oben ist auch noch was. Postkarte.
Swinging Seefels, die Stadt, die niemals schläft. Die Postkarte wurde eindeutig vor dem Krieg verschickt. Sogar der Turm der Zaubererschule steht an seinem Platz. Na, kann man sehen. Kann ich mitnehmen? Oh, Tatsache. Greetings from Seastone. Ach, guck an. Jetzt haben wir unsere eigene Karte wieder. Ein Blatt Papier mit vielen Absätzen in kleiner Schrift? Ausschankgesetz steht drüber. Vielleicht Regeln für verschiedene Trinkspiele? Ich habe momentan... So, mit Bloch brauchen wir auch nicht reden, wa? Er ist... Herr Fuchs? Hm? Ich glaube, ich habe eine Geschichte für Sie. Eine echte Geschichte. Ja? Jetzt gerade verhandeln der Hauptmann der Stadtwache und ein stadtbekannter Händler über Bestechungsgelder. Was sagen Sie dazu? Bin schockiert. Nein, ganz ernsthaft. Jorge schmuggelt Alkohol in die Unterstadt und umgeht den Zoll. Herr Schildträger weiß davon und will sich bestechen lassen. Wilbur, weißt du... Herr Fuchs, Sie sind doch Reporter. Es ist Ihre Aufgabe, solche Vorgänge aufzudecken. Wissen Sie, warum Sie sich so mies fühlen? Weil Sie ein Spürhund sind. Fuchs, weil Sie ein Spürfuchs sind. Sie wollen sich nicht nur Geschichten ausdenken und sich Propaganda diktieren lassen. Sie wollen ermitteln. Sie wollen aufdecken. Sie wollen entlarven. Also schön. Komm mit und schau dir an, wie dieser alte Fuchs die Dinge regelt. Super. Es gibt nur noch ein Problem. Die beiden sind in der Oberstadt und das Tor ist zu. Ich bin Reporter. Ich habe überall Zugang. Natürlich, sei Reporter. Das ist doch Blödsinn. Würde ich dir ein Goldstück pro Fass abgeben, würde ich bei 3 Goldstücken kosten nur noch 6 Goldstücke Gewinn machen. Da könnte ich auch gleich Steuern zahlen. Ich will meinen Anteil. Ohne meinen Anteil läuft hier gar nichts. Guten Abend, meine Herren. Und jetzt auch noch der. Was muss ich vernehmen? Werden in dieser Stadt etwa Wucherpreise für Alkohol verlangt? Und wird dieser Alkohol am Zoll vorbei in die Unterstadt geschmuggelt? Ich war gerade dabei, die Vorgänge aufzuklären. Was willst du, Fuchs? Troll dich, wir haben hier Geschäfte zu machen. Deswegen bin ich hier. Ich möchte meinem jungen Freund dort zeigen, wie in dieser Stadt Geschäfte gemacht werden. Genau. Immerhin gibt es Gesetze. Haha, richtig. Laut Gesetz müsste Jorge auf viel Geld verzichten. Schildträger wäre job- und einflusslos und ich müsste mir über die Alkoholzufuhr Sorgen machen. Was schlägst du stattdessen vor? Ich bekomme meinen Alkohol künftig zu normalen Preisen. Kein Wucher mehr für den alten Fuchs. Jorge, du benutzt weiter den Kran und sparst dir den Zoll. Ein Teil der Ersparnis steht unserem tüchtigen Hauptmann Schildträger hier zu. Ich spare Gold. Du verdienst weiterhin mehr, als dir zusteht. Und Schildträger macht eine Kleinigkeit nebenher. Alle gewinnen. Wie klingt das? Aber... Klingt fair für mich. Ja, gut. Dann ist das abgemacht. Komm, Schildträger, es gibt was zu feiern. Dem kleinen Wilbur hier war sofort klar, dass die Situation unhaltbar war. Ein Geschäft, bei dem du bisher verdient hast und plötzlich leer ausgehen solltest, unmöglich. Danke, Wetterquarz. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Hier. Damit kommst du jederzeit von der Unterstadt in die Oberstadt. Hast ihn dir verdient. Das hier ist die Welt, die ich mit aufgebaut habe. Anstatt sie zum Einsturz zu bringen, bin ich eine ihrer Säulen geworden. Das ist der Grund, warum ich nicht glücklich bin. Tja, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.